Ja, dann darf ich euch alle recht herzlich begrüßen, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen aus unserem Trading Floor in Frankfurt. Und ich hoffe, ihr seid soweit gut in den Tag gestartet. Es gibt auf jeden Fall jede Menge zu berichten. Auch hier nochmal der wichtige Hinweis, Börsen täglich bei uns unter heavytraders.live. Um 14.15 Uhr werden wir uns wieder ausführlich Zeit nehmen, um auf wichtige Werte einzugehen. Es hat sich ja in der Zwischenzeit wirklich einiges getan. Schwerpunkt heute, es geht also um den DAX, es geht um Dow Jones, es geht um die Netflix-Aktie, es geht um die TUI und vor allem auch um die Wirecard. Aber auch dazu werden wir dann ausführlich um 14.15 Uhr die Werte nochmal aufgreifen und nach wie vor Registrierung ist kostenfrei. Lasst uns mal am besten direkt erstmal den Überblick auf die gesamten Werte nochmal werfen. Wir haben den DAX, spektakuläre Bewegung in den letzten zwei Handelswochen. Wir sind jetzt zwischenzeitlich bei knapp 12.236 Punkte. Das Hoch heute lag schon alleine knapp bei 12.260. An dieser Stelle erst einmal Glückwunsch an alle, die auch den DAX-Call, den wir hier persönlich auch eröffnet haben, durchgehandelt haben mit dem Ziel Richtung der 200-Tage-Linie, bedingt dessen, weil die starke Akkumulation Phase darauf hingedeutet hat, dass jede Menge Liquidität reinkommt und damit entsprechend die Preise auch deutlich steigen. Wir haben den Dow Jones ebenfalls mit einem deutlichen Plus knapp bei 0,5% vorbörslich auf aktuell 25.876. Die Technologiebörse Nasdaq 100 knapp bei 9.680. Wir haben den Brent Öl, der ebenfalls auch wieder deutlich zulegen kann mit einem Aufschlag knapp von 1,3%. Bitcoin ja gestern ein bisschen stärker über der 10.000-Dollar Marke, jetzt wieder knapp bei 9,5%. Da sind wir ja ebenfalls mit dem Zertifikat drin. Also von daher einschalten. Ausführliche Updates gibt es dann um 14.15 Uhr unter heavytraders.live. Lasst uns am besten direkt mal einen Blick auf den Chart werfen. Und zwar, wir haben schon darüber mehrfach in den letzten Tagen gesprochen. Ja, wir sind da optimistisch, dass aufgrund dieser unten gehandelten Marke, das sieht man hier ganz gut bei 11.008 im unteren Bereich, diese Sammelphasen aufgebaut worden sind. Und da waren wir ja schon, wenn man so möchte, doch deutlich auf einem relativ hohen Niveau, wo auch sehr viele, ich sag mal, Kommentare, wo es hieß, ja, wie kann man da noch überhaupt long gehen und warum sollte das und das müsste doch korrigieren. Gut, wir handeln das, was wir sehen und wir haben natürlich auch unsere Programme, wenn die Liquidität reinkommt und sie kam halt enorm sehr, sehr stark um 11.008, hat man jetzt auch gesehen, zwischenzeitlich auch hier bei uns die Plus-Mitglieder, die wurden bestens börsentäglich darüber informiert, welche Zielmarken da angesteuert werden. Es gab dann 11.7, das haben wir dann auch soweit angesteuert, aber übergeordnet haben wir immer wiederkehrend auch gesagt, ja, Best Case wäre 12.160, das ist so ungefähr die 200-Tage-Linie. Wir selbst haben hier erst einmal unsere Gewinne soweit realisiert und sind da mit einem Plus von knapp 38% aus dem Handel rausgegangen. Von daher wichtige charttechnische Marken erst einmal vorab, liegen hier knapp bei 11.800 Punkte. Will heißen, ich würde hier nicht den DAX shorten, sondern ganz im Gegenteil, es ist eine starke Momentumswelle. Wenn aus irgendwelchen Gründen auch immer mal deutliche Rücksetzer kommen sollten, dann wären das auf jeden Fall Kaufmarken für uns und von Shorts würden wir hier weiter erstmal abraten, sondern auch lieber die Rücksätze abwarten, um übergeordnet auf die Long-Seite zu gehen. Warum, weshalb? Das werden wir auch heute nochmal um 14.15 Uhr deutlich unter heavytraders.live nochmal besprechen. Kommen wir zu dem zweiten Wert im Schnelldurchgang, Dow Jones. Ja, da sind wir jetzt ebenfalls knapp bei 25.885. Auch hier gibt es jetzt erstmal eine gute Unterstützung, relativ kurzfristig bei 25.730. Untergeordnet, da gab es ebenfalls eine enorm hohe Sammelzone, knapp bei 25.350. Das Zertifikat, was wir soweit bei uns ebenfalls auf der Call-Seite haben, ist fast mit 1.500 Punkten im Plus. Da haben wir auch einen konservativen Hebel. Da sind wir zwischenzeitlich mit 10% im Plus, weil der Hebel sehr gering ist mit 2. Von daher werden wir da auch nochmal Updates geben. Was sind die Ziele, die wir ansteuern? Wo sollte man eventuell Management führen, was Stops betrifft, Teilgewinne und so weiter? Dennoch unterm Strich sind wir weiterhin investiert. Wir bleiben auch noch drin. Wir haben einen Index aufgelöst, weil man muss nicht beidseitig Indizes laufen lassen, weil sie ja doch beide zyklisch laufen. Von da ein Risiko raus und beim Dow Jones bleiben wir noch im Moment drin. Dann die Wirecard, auch da für die Zuschauer und ebenfalls auch für die Plus-Mitglieder, wo wir ja börsentäglich nochmal informieren. Wir hatten einmal die Wirecard gehabt, da wurden wir kurz ausgestoppt mit dem zweiten Re-Entry, weil wir gesagt haben, ja, da sind gute Sammelzonen um 80 Euro, übergeordnete Ziel 120, das halten wir auch nach wie vor für realistisch. Es wird mit Sicherheit auch ein langer Weg werden. Sind wir in der Zwischenzeit auch gut im Plus mit
knapp 23% in dem Zertifikat. Wenn es wirklich gelingen sollte, dass wir diese Zielmarken oben dann mit der Zeit ansteuern werden, dann wird das mit Sicherheit auch ein guter Trade, der überproportional, also fast in Richtung 80, 90 oder sogar 100% noch erreichen kann. Last but not least, die TUI für diejenigen, die auch da bereits das Zertifikat mit unserem Gedankengang vielleicht auch mit auf der Watchlist haben oder auch gehandelt haben. Zwischenzeitlich waren wir ja sage und schreibe fast 104% im Plus. Wir bleiben auch weiterhin ganz klar investiert. Wir sind da zwischenzeitlich knapp mit 60% im Plus, wollen aber auch versuchen, und da wird TUI die Ausnahme sein, bis zu dem Kurs bei 11 Euro anzuhandeln bei der Aktie. Und das wäre natürlich dann überproportional, also über 300% plus, was wir hier vorhaben. Aber das wird ein Trade mit Sitzfleisch. Die Volatilität muss man mit berücksichtigen. Und von daher wird es mit Ausnahme ein Wert sein, den wir wirklich über einen langen Atem mitmachen. Heute der Wert, da geht es nämlich um die Netflix-Aktie. Und die werden wir heute auch nochmal ausführlich besprechen. Wir hatten sie schon mal hier im Gespräch gehabt. Die haben wir auch in der Watchlist aufgenommen. Die Plus-Mitglieder sind da auch im Boot. Geht es also um die Netflix, die jetzt wieder zwischenzeitlich konsolidiert hat, die Gegenbewegung eingeleitet hat. Es geht also um die Marke 440 Dollar, und gestern konnte Netflix wieder ein bisschen zulegen. Wir bleiben da optimistisch, dass die Netflix-Aktie noch deutlich über die 460 Dollar rausgehen kann. Das heißt, dieser Trade wird von uns zumindest mal favorisiert, heute eventuell im Laufe des Tages aufzunehmen, beziehungsweise auch vielleicht morgen. Und genau, ein Wert, der auf jeden Fall die relative Stärke besitzt, diesen Trend auch weiterhin noch fortzusetzen. So viel erstmal aus der charttechnischen Situation. Jetzt haben wir diesbezüglich auch ein Zertifikat soweit rausgesucht. Da nehme ich mir kurz hier mein Spickzettel. Da geht es um die Wertpapier-Kennnummer Mata Cäsar 7, Mata Richard 8. Ist ein konservativer Hebel mit 2,7. Da wollen wir schauen, dass wir auch reinkommen, um diesen Haupttrend zu handeln. Der aktuelle Briefkurs liegt im Moment knapp bei 13,60 Euro. Und wir glauben auch, dass die Netflix weiterhin das Potenzial besitzt, bedingt natürlich ganz klar durch die starken Abonnenten und vor allem aber auch durch Homeoffice, beziehungsweise auch, dass die Leute noch nicht allzu sehr in dieser Bewegungsfreiheit sind oder zumindest die das Abo haben, auch weiterhin fortlaufend beibehalten werden, diesen Trend weiterhin fortzusetzen. Ansonsten, ja, begrüßen wir euch unter heavytraders.live 14.15 Uhr. Da werden wir nochmal wirklich detailliert auf alles eingehen, auch nochmal auf den DAX zu Werten, die wir beispielsweise haben. Eine Boeing mit plus 15%, Lufthansa mit 13%, eine American Express, die wir auch noch laufen haben, mit 11%. Also Glückwunsch erstmal diejenigen, die da mit dabei sind. Ansonsten Updates 14.15 Uhr. Wir zählen auf euch. Bis dann.